Möp. Moin, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer Runde The Crew mit dem Screenie. The Crew Beta, wohlgemerkt. Screenie, wolltest du nochmal anmerken, dass es eine Beta ist? Ich dachte, es wäre nur eine Beta, aber ich dachte, es ist nur eine Beta, wie unten links in der Ecke zu sehen ist. Ach, haben wir schon erwähnt, dass es eine Beta ist? Es ist übrigens eine Beta. Ja, Beta. Ja, die Macher wollen nämlich, dass man ganz oft erwähnt, dass das eine Beta ist und das Spiel noch viel besser wird, nachdem es nicht mehr in der Beta ist, aber jetzt gerade ist es in einer Beta, also müssen wir erwähnen, dass es in einer Beta ist. Ja. Sollte ich Low Frames haben, ist das die Schuld. Genau. Sollte ich Low Frames haben, liegt das garantiert nicht an meinem Rechner, sondern wenn an dem Kackspiel. Weil es ja noch in Beta ist und vielleicht noch nicht technisch ganz ausgereift ist. Außerdem, meine Grafikkarte ist neu genug, um das eigentlich schaffen zu müssen. Verdammte Scheiße. Hui! Wir geben hier übrigens Gas und fahren so, dass wir in Deutschland auf jeden Fall keinen Führerschein mehr hätten. Machen eine Mission deswegen zusammen. Deswegen sind wir auch nach Amerika ausgewandert. Genau. Oh, ja, hoppala, das spielst du übrigens mit dem Controller, weil, liebe Leute, ihr wollt das nicht mit der Tastatur spielen. Ihr wollt nicht mit den Pfeiltasten so ein Spiel spielen. The cops everywhere, man. Aber. Wie war das? Let me go, man. I gotta get back to my people, man. I gotta kill people, man. Ihr seht, wie das Auto manchmal schlingert. Deswegen kratzt man sich auch nicht an der Nase, während man am Steuer sitzt. Get wrecked. Wuuuuh. Ja, danke, Screeny. Ich wollte kein Nitro. Oh, Nitro ist eine gute Idee. Ja! Oh, yeah. Übrigens, man kann kaputt gehen. Weiß Mini. Auch falsch gemacht. Hi. Nicht, dass wir das die ganze Zeit so machen. Und dass es daran liegt, dass ich diese Linie. Ja, ich habe aber zumindest im Gegensatz zu dir keinen Unfall gebaut. Die Linie verbiegt sich so dumm. Was? Reckless Driver? Nee, gar nicht wahr hier. Was? Reckless Driving? Ich hab keine Ahnung, was ihr meint. Nein. Wir wissen von nichts. Wir kriegen kein Geld dafür, dass wir beschissen fahren. Nein. Oh, Scheiße. Was? Ich werd von den Bullen gesucht? Nee. Redet ihr mal eine Haben wir schon erwähnt, dass es Beta ist? Ja, genau. Übrigens, das Spiel ist ein Beta. Steht auch unten dran. Und ach ja, bevor wir die Mission starten, wir wollten noch sagen, dass es ein Beta ist. Ja. Und bevor wir jetzt diese Mission starten, müssen wir nochmal erwähnen, dass es übrigens eine Beta ist. Diese Mission ist auch eine Beta. Also, wenn es eine Beta ist, die Crewmaster in einem Beta führen. Timen mir jetzt nicht aus. Nimmst du mal aus? Ja, ich glaube, langsam ist der Witz auch tot. Ja. Übrigens, es ist eine Beta. Escape the Cops! Escape the Cops, ja, einer muss flüchten und der andere muss dabei helfen. Bin ich der Scharfschütze auf dem Hochhaus? Ach nee, leider nicht. Das Spiel. Nee. Gibt doch gar keinen Scharfschütze. Hit it, go, go, go! Ja, natürlich! So, du musst mir jetzt bei der Flucht helfen. Wir spielen jetzt übrigens The Crew Most Wanted. Ja. Need for the Crew. Da haben wir es nicht erwähnt, wir spielen das Sequel. Ja. Ja, fahr doch noch schöner, Junge! Ja, okay, wir sind schon weg. Uns geht's gut! Luigi Number One! Weiß ich, irgendwer hat einen Auffahrunfall oder so? Nee. Gold, ich hab's gut gemacht. Ja, ich wusste aber gar nicht, dass die Polizei mich schon aus den Augen verloren hat. Ein Bonus-Speed habe ich. Auto-Equip. Jetzt 22 Sekunden die Flucht gemacht. Ich bin gut. Ja. Also, ja, das, liebe Leute, ist ein Auto-MMO.
Geil, ne? Ja, spektakulär. Alright, Show. Und es kam, kommt von den Machern von Driver San Francisco. Was will denn? Reflection Studios. Hätten denn jetzt mal rückwärts fahren über den Haufen gefahren und nicht gelacht? Yeah. Anything to report? Just save Troy from a stretch in jail. Nein! Gib mich doch nicht! Ich hab dich nicht geschoben. Doch, du hast mich sehr wohl geschoben. Jetzt schieb ich dich. Jetzt schiebst du mich zum zweiten Mal. So you're Troy's new driver, huh? Looking for that 510. Ja, das Who's ist mit ungefähr ein paar unserer letzten Probleme. Wir müssen jetzt jemanden schlagen auf einer Karte. Reckless Driving Simulator. No. Dieses Spiel hat übrigens auch super high texture technology. Nee, das ist der American Car Simulator. Und läuft leider, leider, leider nur auf 30 Frames, liebe Leute. Und es kommt von Ubisoft. Hashtag Konsolenlimitierung. Der liebe Connor hat nämlich inzwischen so viel Lust auf Ubisoft, dass er seinen Crew-Key heute erhalten hat und direkt die E-Mail gelöscht hat. Ja. Er hat's einfach gelöscht, er hat einfach einen Fick drauf gegeben. Ja, die haben sich ganz so, ne, hab ich auch keinen Bock mehr drauf. Weil ja, er noch sehr, er wird immer mehr frustriert von Watch Dogs. Das ist ja auch und dessen grauenhafte PC-Portierung. So. Crew Coop geht nicht, no Coop for this mission. Hä? Ich kann nicht Coopen. Was sollen die sein? Troy's right hand man doesn't like competition, beat him in a drag race. So, ja, das ist noch ein Spielerding. Es gibt ab und zu ja einzelne Solo-Missionen, forcierte. Es war so schön, dich gekannt zu haben. Ich weiß, ob ich den schaffe. Difficulty impossible. Vielleicht solltest du mal hier ein paar von den Skills machen. Damit du ein paar bessere Teile hast, damit es nicht impossible ist. So, I am seriously outgunned. Guck mal darüber nach, oder? You'll never beat me. Ja, gut, dass der mich nicht hart outspielt. Hat. You missed your objective. This mission is impossible at your car level. Ja, du bist auch Car Level 19. Der ist Car Level 20. Man, you don't deserve 510 ink. Get out. Okay, well then, dann muss ich mal zu meinem Headquarter zurückkehren. HQ Detroit. Komm, wir travel mal fast. Enter. Wir erzählen mal nichts über die Geschichte, außer dass wir eingeknastet worden sind, unser Bruder erschossen wurde. Also nicht anschauen. Nee, erst wurde unser Bruder erschossen, dann wurde er eingeknastet und jetzt 5 Jahre später sind wir draußen, um fürs FBI ein paar Typen festzunehmen. Performance Upgrades, Exhaust. Quasi wegen guter Führung. Naja. Dangerous! Ich bin doch nicht dangerous! So. Ich bin Dangerous Hans! Ja. Bonus Braking. Tires Level 2. Ich mach das nur, dass ich mir nicht immer angezeigt wird. Gewichtsreduktion. Collection, nee, ich will am Ende zu meinen Perks. Ja,
Base engage. Hm. Ach, verdammt. Du bist under arrest. Ja, ich bin under arrest. Ich hab es, ich bin ein bisschen ins Schleudern geraten. Sagen wir es so. Kann man eigentlich bei den Perks nur die Perks machen? Könnte man da nicht noch was anderes? Da ist da nicht noch ein zweiter Ordner? Ich weiß nicht, was man mit dem machen kann. Neue Teile kann ich mir jetzt wahrscheinlich auch nicht kaufen. Oder? Nee. Problem ist, wahrscheinlich auch dieses Kit aufgefallen sein. Was ist mit dem Kit-Car? Das ist eins von ein Auto, was du zusammensetzen musst anhand von Dingen, die du in der Welt findest. Du kannst einmal Legion-Schüssen finden, welche Legion-Schüssen mäßig dir alle Zeug aufdeckt, welche, was es gibt, so an Skills und so ein Scheiß. Und dann gibt's solche Kit-Car-Teile, womit du halt ein neues Auto zusammensetzen kannst. Das muss ich mir nochmal angucken direkt. Ja, wir werden es jetzt sehen. Hier geheimes FBI Headquarters. Collection, Perks, Progression, Kit Car. Aha. To find all the parts in Midwest. Ja. Guck mal, ob es immer noch impossible ist. Ich habe das Braking meines Autos ein bisschen verbessert. Wie gesagt, du solltest mal ein paar Dinger machen, damit du mal bessere Teile kriegst. Sollten wir. Skills sind die ganzen Nebenaktivitäten, welche eigentlich auf der ganzen Karte verteilt sind und halt man verschiedene Aufgaben erfüllen muss, um halt bessere Teile zu kriegen. First Travel. Wir machen einfach mal das. Nein, da vorne fährt wortwörtlich meine Goldmedaille. Ja, gut, ein Geld haben wir verfehlt. Das ist irgendwann jetzt mal YOLO. Ja, klar, natürlich! Wenn man die Goldmedaille nicht mal kriegen kann mit dem jetzigen Auto. Ey, das hab ich getroffen, das Geld. Das hab ich auch getroffen, das Geld. Das hab ich auch getroffen, das Geld. Schreibt die ein? Ja, natürlich! Das war nicht getroffen. Nein, war das gar nicht. Scheiß Spiel, ey. Dumme Fahrphysik manchmal. Nein, war nicht getroffen. Das war da Durchspiel. Das war auch durch. Verpiss dich, du dummer NPC. Ach, ist das scheiße, diese Fahrphysik. Ich fahr keine 80 hier. Gut, ich fahr 60. Bronzemedaille. Auto-Equip.
Buddy, mute dich mal bitte. Don't tell me you left town already. You that afraid of me? So. Sehr schön. Ich bin nicht gemutet in meinem Teamspeak. Speed Skill, ja, das klingt gut. Wir müssen gleich noch mindestens einmal mindestens richtig schön pointless durch die Gegend düdeln. Drive fast, stay on the road. Ja, wir retryen das Ganze nochmal. Sollte machbar sein. Scheiße! Ah, Silbermedaille immerhin. Ja, das macht man. Bonus Acceleration. Impact 0, was heißt das? Ja, was für ein Einfluss es auf deine Autobewertung hat. Also gar nichts. Aber es hat Bonus Acceleration, deswegen mache ich es trotzdem rein. Du kannst auch die Autoteile vergleichen, weißt du? Ja, das hatte einfach 0 und aber da stand halt, war halt noch ein Bonus auf Acceleration. Nein, halt da das unterste Compare-Plätze oder sowas. So, das hatten wir erledigt. Skip Speed Skill Level 138. Gucken wir mal aus. Das ist eine gerade Straße, das kann. Wrong way, was? Dann haben wir wrong way, Alter. Ja, natürlich. Was wollen wir machen? Verpiss dich! Your car is a wreck. Come back to HQ for repairs. Was wir tryen wir nochmal? Damn, you really are scared, huh? That ink's gonna look so good on my neck. Drive fast, stay on the roast. On the road. Roast. Nicht auf die Gegenfahrbahn können. Zwischen den Spuren sollte ich also den theoretischen ziemlichen Exploit haben. Weil keiner auf der scheiß Mittelspur fahren wird. Goldmedaille. Suspension Part 1. Bonus Acceleration, sogar plus 2 Auto-Equip. Continue. Sehr gut. Slalom-Skills auch, du Scheiße, ey. Ah, da will ich verkacken. Waypoint. Ja, aber das stimmt dein Fast Travel, ja. So.
Mein K ist jetzt irgendwie Level 28, das heißt, das sollte recht einfach sein für mich ab jetzt das Rennen. Naja, ist wieder Level 30 jetzt, deswegen. 32 oder so ist man aber jetzt. Ah, willst du gleich viel schöner, ey. Slalom fahren, ja, damit werde ich sowas von meine Probleme haben. Kommst du mal her? Oder wollen wir gleich nochmal durch die Stadt fahren oder was willst du machen? Ja, ich mach grad selbst noch ein bisschen Slalom-Ding für bessere. Während du gerade einzeugen, das hab ich mich gerade auf ein bisschen woanders hingesetzt, damit wait, ich nicht leave around the post. Ach komm, das war ganz eindeutig einer. War einer. Das war auch einer. Ja, also ganz ehrlich, Spiel. Ich weiß ja nicht, was du verlangst, was ich da für Dinger machen soll, aber. River around the post. Ja, mach ich doch. Aber man soll die ja mitnehmen. So. Zack. 100. Ding, Alter. Das Slalom kann ich nicht stecken, Mann. Das ist zu doof zu fahren. Obwohl, so lässt sich das sogar gut machen. Geben und dann gleichzeitig die Handbremse in den Rückwärtsgang ziehen, dann lässt sich das sogar echt ganz gut machen. Ja, klar war das kein Treffer. Ich ja, Gold noch gekriegt. Slalom Skills ist behindert, ganz ehrlich. Ja, also was für die sehr. Das ist aber noch nichts im Vergleich zu Infinite Skills. Den was? Oh, komm, das war da reingewaved, Mann. Spiel! Ich bitte dich! Das definiert manchmal dieses. Ja, natürlich bin ich durchgewaved. Gut, obwohl jetzt geh ich ja. Ja, natürlich Weave Around. Vor allem Weave Around. Warte mal, könnte der euch. Na gut, ich bin ja ein Idiot manchmal. Mir ist das total simpel, mein Gott. Gut, ich hätte das anders eingeschätzt vom Spiel her. Aber direkt nochmals, hab ich's ja verstanden. Mal noch ein Saftgesicht. Und darum. Oh, Auto, bitte! Ich wusste nicht, dass das so einen großen Wave-Radius hat. Ja, nee, du kannst mich mal spielen, so viel Slalom werde ich nicht machen. Das ist mir zu doof mit dem Slalom. Hä? Scrum Skill Level 2 ist mir zu doof. Tut mir schwer leid, aber 1000 Punkte, ich soll es doppelte nochmal schaffen von dem, was ich generell nur knapp geschafft habe. Das ist auch.
Silbermedaille. Nein, das ist Sinn, ja. Bonus Acceleration Auto Equip. Nochmal deine Nummer. So, jetzt noch eine Goldschaltung reinknallen. Der Auto Engine mal die Goldmedaille ein bisschen. Es ist auch immer Lack, wie gerade die Autofahrer stehen. Gold. Bonus auf Speed. Warte, das verändert's nicht. Ja, mit Speed habe ich ja schon in Gold, also ist ja nicht, ne? Acceleration Skills, Level 4 sogar. Ja, als ob ich das schaffen werde. Und hier. Und, boah, mein Auto ist zu schnell, Mann. Ja, meine Goldmedaille ist da vorne. Sehr interessant. Und verpiss dich, du dreckiges Miststück von NPC. Okay, mein Acceleration ist echt schon am Arsch. Dass das noch zählt. Komm, es reicht wenigstens für Bronze oder so. Next Level. Nein, ich konnte mir das ganz sicher nicht so Müll. Ich guck mal, ob ich ein bisschen billigeres Slalom finde. Scramble. Ja, das ist, wo du Ziele zerschmust. Was ist das? Warum kann ich da nicht fast traveln? Fast travel. So, jetzt war es da noch mein Punkt. Precision. Set Waypoint. Also. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen hier. Das Problem ist, es gibt keinen niedrigen Slalom-Dinger, um mal meinen Slalom so ein bisschen anzufangen aufzuwerten. Mein Auto rutscht wie sonst was. Aber ist halt schnell wie Holle. Alter, ist das Ding schnell inzwischen. Okay, mein Auto ist extrem heftig schnell langsam. Ich komme auf die 200 km/h. Da vibriert sogar mein scheiß Controller gleich mit. So heftig schnell ist mein Auto. Mir fehlt halt, meinem Auto fehlt halt echt an Acceleration. Ja, fick dich. Ich versteh mich dafür nicht. Ja, weg mich. Ich geh's. Die Tore sind so scheiße, ja. Ja, eigentlich nicht, aber ich tue mal gerade so. Ja, das war durch, Alter. Ja, retry. Das ist so, das ist nicht machbar mit meinem Auto gerade. Weil es einfach viel zu scheiße schnell ist. Ach komm, jetzt war noch durch. Ja, gut, das war nicht mehr durch. Das war durch, Alter.
Sweeney? Ah? Es ist unmöglich für mich, mein Auto zu upgraden. Vielleicht nimmst du einfach nur die Aufgaben. Sprünge kannst du, Speed kannst du. Nein, aber es geht nicht, weil mein Auto für einfach alles zu schnell ist. Du kriegst keine Acceleration, ohne Acceleration kriege ich keine Acceleration, weil du für die, also weil du für die richtige gescheite Lenkung gescheit lenken musst, das mit dem Tempo aber nicht möglich ist. Jetzt sehe ich für absolut. Ja, jetzt gerade haben wir ein paar Schüsse gekriegt. Ja, in 68 Punkten, du mich auch spielen. Ja, kommt mir eine Polizeistreife entgegen, sonst noch Wünsche, Alter. Ja, komm. Oh, das hab ich gepasst, das geht nice. Das hab ich geschafft. Jamana, komm, komm, komm. Na klar, war das. Sollte ich vielleicht nicht dauernd aufs Gas treten? Das wäre vielleicht doch ganz, ganz komisch anscheinend. Ja, Bronze geschafft, sehr gut. All car levels increased to... Bronze. So, mit ein bisschen mehr Acceleration ist es vielleicht machbar. Sehr schön. Ja, ja. Wir müssen noch einmal, dann mache ich glaube ich auch wieder auf und bin fertig hier. Und zack. Und runter bremsen und... Oh Gott, bremst sich das gleich viel besser, ey. Gut, verkackt. Scheiße. Aber allerdings... Deutlich besser als vorher. Ja, nicht mal. Obwohl, doch, doch. Schmal, diese Piste. Alter, du bist mal getroffen. Du hast mal getroffen. Next Metal in 91 Points. Das, ach komm, das war getroffen, Spiel. Ja, kannst du mir jetzt nicht sagen, dass das nicht getroffen wurde. Komm, das war, Alter, das, wie das Spiel mal sagt, dass manche Sachen nicht getroffen sind. Zwei, eins, ah, ja, klar. Komm schon, ich werde jetzt noch einmal schaffen hier auf dem gewissen Schwierigkeitsgrad. Ich bin durch. Hi, Sweeney. Hi, ich hab ein Mac-Auto. Ja, lass da natürlich. Ne? Ein Versuch noch. Das Taxi ist im Boden verschwunden. Ach komm, scheiß drauf.
würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen bei unserem Noske, zumindest bei meinem Noske bei The Crew. Beta. Beta. Es ist jetzt eine Beta, haben wir schon erwähnt. Ja, deswegen habe ich dich. Ich kann da gerade was nicht auf mir sitzen lassen. Ich krieg dich nochmal! Hast du nicht? Hab ich wohl. Was? Du gibst dich wieder zurück! So, auf jeden Fall genug jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.